Am Mittwoch erreichte Otto Rehhagel mit seinen Männern das DFB-Pokal-Endspiel. Heute musste seine Mannschaft gegen den Karlsruher SC in der Bundesliga bestehen. Werder in Grün-Weiß hatte den besseren Start und Dietmar Beiersdorfer die größte Chance im ersten Durchgang. Sein Kopfball allerdings eine sichere Beute des KSC-Keepers Walter. Nach einem enttäuschenden ersten Durchgang trumpften dann im zweiten die Gäste groß auf. Zuerst nutzte Manfred Bender Bratsets Faller über eine Grasnarbe. 0:1 nach 51 Minuten. Und als 12 Minuten später Werder-Torwart Reck den durchgebrochenen Bilic legte, der Schiri auf Elfmeter entschied und Manfred Bender zum zweiten Mal traf, war die Partie entschieden. 15 Minuten vor dem Schlusspfiff erzielte zwar noch Bernd Hopsch einen Treffer, der Referee erkannte dieses Tor aber wegen angeblicher Abseitsstellung nicht an. Werder unterliegt mit 0:2, ist wieder auf dem Bundesliga-Teppich, während die Karlsruher in der Tabelle weiter nach oben marschieren.